4-mal haben sie schon den Pokal gewonnen. Wer hätte gedacht, dass da noch ein 5. Mal dazu kommt? Weiß ich nicht, wer es gedacht hätte. Ich habe davon geträumt und wir haben es natürlich uns schon schwer vorgenommen. Aber es ist natürlich jetzt, denke ich, im Ende, im Spielverlauf ein bisschen leichter gelaufen, als wir es gedacht hätten. KW kann auf jeden Fall viel, viel besser spielen. Wir haben es gut gemacht, den Druck hochzuhalten für sie. Und dann ist natürlich in so einem Finale noch ein bisschen was anderes. Davon haben wir ein bisschen profitiert. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir eine richtig geile Teamleistung abgeliefert. Und ja, jetzt ist erstmal Freude groß. Ja, definitiv. Dirk Westphal hat auch gelobt, mit welcher Effizienz letztendlich Frankfurt gespielt hat. Sie hatten ein bisschen mehr Spielzeit, als sie vielleicht auch selbst gedacht hatten, durch die Verletzungen auch. Man sieht noch den Schriftzug unter ihrer 10, dass sie als Kapitän aufgelaufen sind. Das war alles ja nicht ganz so geplant, als sie zu den Uniteds kamen. Jetzt gehen sie auf jeden Fall hier mit einem Titel schon mal raus aus dieser Zeit. Wie wird das gefeiert? Na ja, leider ist jetzt nicht so richtig viel Zeit zu feiern. Ich denke so, heute Abend für ein paar Stunden jetzt, können wir es auf jeden Fall genießen. Die Liga geht natürlich weiter und der Erfolg ist da, ja, können wir jetzt feiern. Und die Gefühle sind jetzt am größten, die muss man auch ein bisschen mitnehmen in die Zeit, die kommt, weil die wird schwer genug. Am Mittwoch geht es direkt weiter für uns mit der Bundesliga und da ist es sehr, sehr schwierig. Und da geht es darum, um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs zu kämpfen oder die vermeintlich beste. Das wird schwer genug jetzt mit Friedrichshafen und Bühl, die wir noch spielen müssen in der Rückrunde. Deshalb, ja, ein bisschen feiern geht, aber dann müssen wir leider direkt umschalten und dann geht's weiter. Sollte das nicht auch ein bisschen Schub jetzt mitgeben, auch fürs Selbstbewusstsein, so einen Sieg, das jetzt einfach auf dem Papier stehen zu haben? Ja, ich hoffe schon natürlich, dass wir das in positive Emotionen und in uns als Team hat es ja weitergebracht, dass wir das mitnehmen in die kommenden Spiele oder hoffentlich noch viele Spiele jetzt machen können. Mal gucken, wie weit es geht. Aber als Team war das natürlich mega für uns und da müssen wir was mitnehmen und es muss auch jeder Einzelne für sich ein bisschen was mit rausnehmen. Und ja,